Nach meinem Praktikum bei Nestle, das ging ja dann 6 Monate, hatte ich die Möglichkeit, auch eine interne Masterarbeit zu schreiben. Da hatte ich dann die Möglichkeit, zusammen mit meinem Team ein Thema auszusuchen und dann dort auch intern, das heißt, ich habe weiter bei Nestle gearbeitet, meine Arbeit zu verfassen. Meine Betreuerin, die erste Frage war, ja, was interessiert dich? Ich habe ihr meine Wünsche geäußert, welche Richtung mich vor allem interessiert. Und so haben wir gemeinsam ein Thema formuliert. Ich habe schon mit meinen Vorgesetzten gesprochen, dass es mir hier wirklich gut gefällt und dass ich mir vorstellen könnte, hier auch längerfristig zu bleiben. Aber mal sehen, was daraus wird. Wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück. Nach meinem Praktikum bin ich im Corporate Marketing geblieben und zwar in genau demselben Team, wo ich auch gestartet bin. Ich war dafür circa ein Jahr und habe die Betreuung unserer Unternehmenswebseite der Nestle.de übernommen. Dann bin ich in unser Sustainability und Corporate Communications Team gekommen und da dann im Digital Communications Team gelandet, wo ich mich weiterhin auch um die Unternehmenswebseite, aber auch unsere anderen Plattformen wie YouTube und Co. kümmere. Mittlerweile bin ich seit circa 2 Jahren bei der Nestle.